Sehr geehrte Frau Präses, Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, mein Name ist Markus Dröge, ich bin Bischof der Evangelischen Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Zunächst ein paar Bemerkungen zu meiner Person und zu den Erfahrungen, die mich geprägt haben. Aus der Jugendarbeit eines CVJM kommend, der sehr viel auf biblische Frömmigkeit Wert gelegt hat, bin ich begeistert von der Theologie und von dem Vorbild Dietrich Bonhoeffers ins Theologiestudium gegangen und hauptsächlich geprägt durch die Tübinger Theologie gewesen. Ich habe dann 25 Jahre Pfarrdienst im Rheinland, später Superintendentenamt, wahrgenommen. Wichtig für mich war immer, mir einen kritischen Blick zu bewahren auf das, was ich in der kirchlichen Praxis tue. Ich habe es deshalb gewagt, aus dem Pfarramt heraus eine Dissertation bei Michael Welker in Heidelberg zu schreiben über evangelisches Kirchenverständnis, anschließend einen Lehrauftrag für systematische Theologie wahrgenommen zur Ausbildung von Religionslehrerinnen und Religionslehrern neben dem Pfarramt und habe dann auch eine Ausbildung zum systemischen Berater gemacht. Vor 6 Jahren wurde ich dann gerufen in das Bischofsamt nach Berlin, in die ECBO, also ein völlig neues Amt, eine völlig neue Umgebung, eine völlig neue Kirche. Christliche Traditionen haben im östlichen Deutschland keinen Wert an sich. Sie müssen sich immer neu und aktuell beweisen in einem oft areligiösen Umfeld. Menschen mit Westbiografien und andere, die im Osten groß geworden sind, sind in meiner Kirche vereint. Wir müssen eine umfangreiche Gedenkkultur gestalten und gleichzeitig aktuelle Politik kommentieren. Berlin ist ein Sehnsuchtsort geworden für Künstler, Zuwanderer aus aller Welt. Der interreligiöse Dialog ist ein großes Thema und jetzt sind die Flüchtlinge ein brennendes Thema. Wir haben seit einem Jahr mit viel Kraft daran gearbeitet, ein Gesamtkonzept für die Flüchtlingsarbeit zu entwickeln. Kirche mit Flüchtlingen wollen wir sein. Und wir haben eine Flüchtlingskirche in Kreuzberg eröffnet. Dort wird Fortbildung und Begleitung von Ehrenamtlichen gemacht. Aber wir werden am Ewigkeitssonntag auch zum ersten Mal eine Gedenkfeier für Menschen, die auf der Flucht gestorben sind, dort gestalten. Zu meiner Kirche gehören aber auch weite, strukturschwache Bereiche in der Prignitz, in der Uckermark, in Brandenburg, und wir müssen sehr mit unseren knappen Ressourcen haushalten. Die Synode der ECBO hatte mich gewählt, um den Reformprozess weiterzutreiben. Ich bin dankbar, dass wir es geschafft haben, Ziele gemeinsam in einem großen Konsultationsverfahren für bis 2019 Reformziele für meine Kirche zu entwickeln. Eine spannende Aufgabe auf EKD-Ebene ist für mich der Aufsichtsratsvorsitz im Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung, den ich seit 5 Jahren wahrnehme. Diakonie vor Ort mit den praktischen Problemen bei uns und die weltweite Entwicklungsarbeit kommen dort zusammen. Schwester Füllkrug-Weitzel hat diese Spannung ja schon etwas deutlich gemacht. Stichwort Fluchtursachen bedenken und gleichzeitig sich um Flüchtlinge hier bei uns kümmern. Was will ich einbringen in die Ratsarbeit? Ich nenne 3 Punkte. Ursprünglich aus dem Westen kommend, will ich jetzt die Erfahrungen aus einer östlichen Kirche einbringen, die immer noch wichtig sind, dass sie in der EKD auch zu Gehör kommen. Mir liegt das Zusammenspiel aller evangelischen Player in Berlin am Herzen, als Dienst für die EKD. Es gelingt im Moment sehr gut, diese Zusammenarbeit in der großen Herausforderung der Flüchtlingsproblematik zusammen mit dem EWDE, den Bevollmächtigten des Rates bei der Bundesregierung und der EU, arbeite ich ganz eng zusammen. Wir haben auch eine gemeinsame Reise gemacht nach Griechenland, Italien und nach Serbien, um jetzt vor Ort in Berlin gemeinsam auch diese Thematik in die Politik einbringen zu können. Schließlich will ich im Rat dazu beitragen, dass es uns gelingt, 2017 so zu feiern, dass wir der Gesellschaft zeigen können, was sie am Protestantismus hat und dass wir dann gestärkt aus diesem Jubiläumsjahr herausgehen. Ich freue mich sehr, dass wir in meiner Kirche die Gastgeberin sein können für den Evangelischen Kirchentag 2017 in Berlin. 1 Jahr habe ich bisher im Rat mitgearbeitet. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich bin auch sehr schnell in die Arbeit hineingekommen. Wenn Sie mir mit meinem Erfahrungshintergrund und mit meiner Motivation Ihr Vertrauen schenken, dann würde ich auch gerne weiter engagiert im Rat mitarbeiten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.